Am 4. Oktober hat das stattgefunden, der Relaunch der jungen Welt, und zwar sowohl online als auch in der Printausgabe. Relaunch, das heißt ja so viel wie Neustart, aber ist denn jetzt wirklich alles neu? Nein, insbesondere was den Inhalt der jungen Welt angeht, gibt es keinen Neustart. Also, das heißt, das, was wir von unserer Zeitung sagen, dass sie eine tägliche Zeitung gegen den Krieg ist, daran wird sich nichts ändern. Und deswegen hat sich auch zum Beispiel in der Printausgabe an der Abfolge der Seiten, an den Rubriken so gut wie gar nichts geändert, bis auf ein, zwei Dinge, wo wir oft gefragt wurden. Wer die junge Welt, die Druckausgabe kennt, weiß, dass wir jeden Tag diese zwei großen Druckseiten unter dem Titel Thema haben, wo historische Themen, wirtschaftswissenschaftliche Themen, also vor allem theoretische Fragen erörtert werden. Und da wurden wir immer darum gebeten, die so zu drucken, dass sie mit einem Handgriff rausgenommen werden können, weil viele Leser einer Tageszeitung, so etwas sich natürlich für später mal aufheben. Gut, also da hat sich nichts geändert. Der wirkliche technische Neustart in jeder Form, der hat sich online abgespielt. Da haben wir von dänischen Kollegen ein neues Design erhalten und auch unsere Hardware komplett erneuert. Wir kämpfen jetzt noch mit den Problemen, die so ein sehr, sehr komplexes Verfahren mit sich bringt, ändern das aber, oder sagen wir mal, wir kommen auf den alten Stand von Stunde zu Stunde mehr. Und ich denke, dass alle mit dem neuen Komfort, den diese Seite dann bieten wird, sehr zufrieden sein werden. Können Sie mal noch ein paar konkrete Änderungen oder Neuerungen ansprechen, was vielleicht auch weggefallen ist, was neu dabei ist? Sie haben ja schon gemeint, dass die Themenseite jetzt leicht herausnehmbar ist. Genau. Ja, also wie gesagt, an Seitenabfolge hat sich ansonsten nichts geändert. Wir haben zwei kleine Rubriken neu eingeführt. Das eine ist auf unserer Fernseh-Rundfunkseite eine Vorschau auf Rundfunksendungen, die der Woche, die bevorsteht, jeweils besonders bemerkenswert sind. Und wir haben eine Rubrik eingerichtet, die haben wir Rotlicht genannt. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben im vergangenen Jahr eine Leserbefragung gemacht und ein erstaunliches Ergebnis war, dass viele Leserinnen und Leser dort uns gesagt haben, also liebe Leute, wir möchten mehr Begriffserklärung, Umgang mit bestimmten grundlegenden Themen. Das sind solche Dinge zum Beispiel wie 2+4-Vertrag. Was war das eigentlich? Oder was ist östliche Partnerschaft der EU? Welchen Blick habt ihr darauf? Also solche Dinge werden dort abgehandelt. Das ist dann in der Printausgabe inhaltlich schon das Neue. Neu ist, dass wir eine neue Schrift eingeführt haben, vor allem für Schlagzeilen und Unterzeilen. Das sind jetzt Schriften, die wir dort verwenden, die einfach internetfreundlich sind. Sowohl für diejenigen Kollegen unserer neu eingerichteten Online-Redaktion, wie auch für die Leser. Wir hatten dort Schriften, die für Druck gedacht waren. Diese Leserbefragung, war das generell die Grundlage für die Neuerungen? Nein. Das ist eher ein Diskussionsprozess hier bei uns gewesen, der sich über Jahre erstreckt hat. Noch vor einigen Jahren haben wir darüber diskutiert, die junge Welt müsse weiterentwickelt werden in ihrer Druckausgabe zu einer sogenannten Vollzeitung. Das heißt also ganze Self-Service-Seiten zum Beispiel, mehr Berichte aus Regionen. Das heißt also, nachgedacht wurde über eine Erweiterung des Seitenumfangs. Aber nach der technischen Entwicklung, also sprich Internet und auch der Veränderung der Nutzungsgewohnheiten, die nun gar nicht so sehr aus meiner Sicht mit dem Internet zusammenhängen, haben wir gesagt, wir müssen schon davon ausgehen, dass auch ein Großteil der jungen Weltleser zunehmend die junge Welt über das Internet rezipieren wird. Und darauf müssen wir eingehen, ohne etwas am Charakter des Journalismus, den wir bieten, zu ändern. Und darauf kommt es uns an. Wir wollen ein Produkt liefern, in dem Print- und Online-Editionen in einer Weise verschränkt sind, wie es das aus meiner Sicht
auf dem deutschen Medienmarkt sonst nicht gibt. Um es konkret zu machen, wir wollen weder ein Nachrichtenportal werden im Stil etwa von Spiegel Online oder Tagesschau.de. Wir wollen aber auch nicht ein Blog werden, sondern Journalismus anbieten, das heißt Zusammenfassung und natürlich auch Reduktion von Informationen in einem bestimmten Angebot, aus einer bestimmten Sichtweise, mit bestimmten Autoren, professionell gemacht. Sind diese Neuerungen jetzt auch ein Stück weit Reaktion oder auch bedingt durch das sogenannte Zeitungssterben, von dem ja immer wieder in diesen Zeiten die Rede ist? Nein. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, welche Chance haben Tageszeitungen? Wir sagen, es lebe die Tageszeitung. Hinzu kommt, die junge Welt ist, das ist bei der relativ niedrigen Auflage ein bisschen witzig, wir sind aber tatsächlich die einzige Tageszeitung, die jetzt seit, sagen wir mal, fast 10 Jahren konstant wächst, gerade in den letzten Monaten wieder enormen Zuspruch gefunden hat, sowohl im Kioskverkauf wie im Abonnement. In Krisenzeiten und in Kriegszeiten greifen sehr viele Menschen in der Bundesrepublik zu der jungen Welt. Das merken wir immer wieder. Es begann schon 1999 beim Krieg gegen Jugoslawien und hat sich gerade also in diesem Jahr, man siehe, mit Blick auf Ukraine und mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten fortgesetzt. Also das ist sozusagen unabhängig. Dieses Zeitungssterben geht an uns insofern vorbei. Wir müssen uns über die Zukunft Gedanken machen und richten uns schon auf Zeiten ein, wo möglicherweise Printzeitungen zum Luxusgut werden. Das ist ja auch, soweit ich das sehe, die Strategie einiger großer Zeitungsverlage zu sagen, Zeitung ist etwas für Besserverdienende. Unser Problem ist, wir wachsen. Alle anderen haben Verluste, Auflagenverluste oder Verkaufsverluste im zweistelligen Prozentbereich jedes Jahr. Und das wiederum bedeutet, zum Beispiel die ganzen Vertriebsstrukturen für gedruckte Zeitungen in der Bundesrepublik schrumpfen und werden immer teurer. Das wiederum fällt auf uns zurück, die wir wachsen. Woran denken Sie denn, dass das liegt, dass die junge Welt da entgegen dem Trend liegt? Wir sind ein Stück Gegeninformation. Der Unmut über die Berichterstattung der großen Medien, vor allem auch der elektronischen Medien, aber auch der Zeitungen, über die ganze Ukraine-Berichterstattung, also was das rein Faktische angeht, hat es ja selbst sogar an die Öffentlichkeit geschafft. Und wenn ich etwa an die Schlagzeile in der FAZ von letzter Woche denke, Russland ist kein Bär, sondern eine Sau, die ihre Jungen frisst. Also wo so etwas einfach anstandslos durchgeht, ja, da sind doch alle Dämme gebrochen. Ich glaube, das registrieren sehr viele Menschen sehr aufmerksam, sind sehr beunruhigt und suchen nach Gegeninformationen. Und ich denke schon, dass wir das übrigens, glaube ich, auch immer besser hinkriegen, weil wir durch unser Wachstum andere Möglichkeiten haben, personell und auch mit Korrespondenten zu arbeiten.